Wir sind wieder zurück beim weiteren TLC Orakel und ich muss euch gleich noch ein paar Infos mit auf den Weg geben. Dem Shield Spiel, wie man ihn kennt, ja, und nicht mit Kurt Angle, weil mein Kurt Angle als spielbarer Charakter, ich finde ihn nicht. Ich habe das alles runtergeladen und alles, aber er ist einfach nicht da. Ich weiß nicht warum, keine Ahnung, ich hätte sehr gerne mit Kurt Angle gespielt, der ja Roman Reigns heute Abend ersetzen wird. Ich habe ihn nicht gefunden. Keine Ahnung. Und da wollte ich auf dem PC, wir spielen jetzt auch wieder auf der Xbox übrigens, ich wollte das auf dem PC machen, wollte den DLC runterladen, ganz easy, deinstalliert er plötzlich WWE 2K18. Total geil, jetzt kann ich die 40 GB nochmal runterladen. Also manchmal ist das so ein bisschen, ja, könntest du manchmal wohin scheißen vor Freude. Küsst die Entrance ein bisschen ab, nachdem die Ansage war, drücke ich dann weg. Ne, sonst sitzen wir hier morgen früh noch. Unrealistisch, der wird bejubelt. So, und es gibt natürlich auch kein 5 gegen 3 Tag Team Handicap Match, obwohl es eigentlich jetzt 8 Spieler im Ring gibt. Naja, und deshalb ist das Ganze hier tatsächlich ein 3 gegen 3 mit einer kleinen Auswahl des Gegnerteams. Hier haben wir unter anderem Bo Dallas. Dann haben wir natürlich den Leader des Teams, ihn hier. Ja, mal bitte alle ruhig sein. Achso, und natürlich ihn hier. Na, Kane und Kurt Angle leider nicht mit dabei. I'm sorry. Oh oh. Wobei, ich hätte statt Bo Dallas vielleicht Kane nehmen können. Das wäre eine Idee gewesen, einfach wegen dem Return Impact. Aber, naja, belassen wir es mal dabei. Das wird ein böses Gemetzel. Ich habe übrigens Seth Rollins genommen und habe gerade Roman Reigns verprügelt. Scheiße. Fuck. Ja, wie gesagt, das wird ein böses Gemetzel.
this is the type of match we'll go back and look at 3 or 4 times over the course of next week. Bam. And guys, every time Bam. WWE is in Dallas, fans turn out in record numbers, and tonight is no different. Nein! Kommt davon der Mist. Krass. With the knee now. Es muss übrigens jemand hochklettern und einen Koffer holen. Keep your eye on this one. Auch nicht schlecht. Let's quickly get your opinion on Dean Ambrose. He needs to be prepared for the fact that there will be action all around him. But is that something you can really prepare for? Komm, schön Suplex gegen die Leiter. In the ring at this time, nein, falsch rum. Oh, schade. Entertainment's greatest talents. Dann klettern wir gleich mal hoch. Hey, I speak from experience when I say avoiding a serious injury in a match like this will require all he's got. That could also include permanent injuries after it's all said and done. His strikes have a little extra on him tonight. Oh, nehmen wir mal die Leiter hier. Ist ja schließlich ein Tables Ladders und Chairs Match. Now it's Roman Reigns on his heels. I think it's safe to say that the action so far in this six-man tag team is exactly what we expected. I think a lot of people right now are scratching their heads wondering. Ich komme nicht durch, weil Roman Reigns da nichts, Mann. Oh, Roman Reigns ist so ein nichts nutzt. Jeez, that's gonna hurt. Tschüss. Braun Strowman is a force within the ring. Was? Ah, ich bin schon zum zweiten Mal daneben geflogen. Das gibt's doch gar nicht. Was machen Dean Ambrose denn da draußen? Und wo ist Bo Dallas? Hä, wo ist der? Liegt der links? Ah, ne, der liegt hier auch. Krass. Auch noch. Fuck. Seth Rollins in some trouble here. And you know all three of the superstars he's up against won't back down at any point during this match. The good news for him is that he doesn't appear to have taken too much offense up to this point. But es reicht jetzt, Honey. Aua, aua, oh. Here's Dallas. Down with authority. Ambrose. Here's Dallas. Dean Ambrose. Danke. Oh wow. Dean Ambrose. That'll slow Dallas down a bit. I think it's safe to say that the action so far in this six-man tag team match is exactly what we expected. When you put that much meat in the ring, somebody's going to get hurt. And unfortunately for him, he's the one on the receiving end of this inevitable beatdown. Oh, what about Braun Strowman? He's not getting up. You can't like his chances right now. Hä? Wieso? Weil ich ihn nicht anvisiert hatte zum Teufel. Just making his presence felt there. Okay, der ist raus. Sehr gut. Nein, jetzt kommt der schon wieder. Bo Dallas getting completely dominated here, people. Warte mal. Komm. Not where he wants to be right now. Yeah, you're not gonna win many matches when you're komm, down. Probier mal was. Richtig schön OMG-Moment. Dean Ambrose is scaling the ropes. Ja, das wird nichts, wa? Ist zu weit. No, there's the reversal. Komm. Es geht nicht, schade, der ist zu weit draußen. Oh, Mann, aber der wird sich ja gleich beruhigt haben. He misses on that one. Ja, einer schmeißt jetzt die Leiter um. Bo Dallas got him there. Okay, Braun ist back. Aber nicht. Jetzt ist er back. In a tough spot. He's got to remember he has two partners ready to enter the fray here. This is one of the more evenly matched contests we've seen in quite some time. From the looks of things, come here, it can really go either way. Come here. Boom. Super kick. He might have just ended this. Wow. Ja, ja, ich kenne das. That should be the final blow. So, komm. This might be big. Hä, der war doch drin. Well, we have Dean Ambrose on the attack. Fuck. Oh, 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 oh. Nein, 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 nein. Nein! That's a brutal way to have to land Alter. On the canvas. Ja, wir sind erstmal raus jetzt. Tschüss. Rollout. Ja, 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 ja. Okay, okay, okay. He's making a statement here with his attack. Okay, Roman Reigns hat ein Signature. He's taking a long time to get up, guys. Perhaps playing a little. Braun Strowman ist da noch drin, ne? Das seht ihr aber schon. Oh, Roman Reigns geht hoch. Leg is hooked. GG, Junge. Hold it a thing. Fisherman suplex. That's how you put an exclamation point on a match. Things have gone from bad to worse for Bo Dallas.
He may very well have reached the point of no return here in this six-man tag team match. He's clearly outmatched outside the ring, guys. If he's smart, he finds a way to keep the action within the ropes from here on out. Yeah, Finn certainly hit. What a knee strike from the Kingslayer. That's called making a statement, Cole. Roman! LOL. What a six-man tag match. Ja, das, wie schnell er das Ding abhängen konnte, ne? Das ist sehr krass. Ich wollte eigentlich noch nicht, dass das Match vorbei ist, aber ich kann ihn ja auch nicht von der Leiter runterprügeln, weißt du? Ja, irgendwie ein bisschen lame. Aber ich denke mal, dass ein Sieg der Shield, vor allem mit Kurt Angle mit seiner Return und so, gar nicht mal so abwegig ist. Und es geht ja hauptsächlich ums Ergebnis. Trotzdem schade, ich hätte gern gehabt, dass das Match ein bisschen länger ging. Naja. Was soll's. Egal. Ich hoffe auf jeden Fall für die WWE, dass sie heute Abend nicht so ein Ding draus machen, dass Jason Jordan plötzlich rauskommt und sagt, pass mal auf, Vater, das ist so gefährlich, du warst 11 Jahre nicht im Ring. So, weißt du, dass sie da die Story weiterspinnen wollen? Ich hoffe es nicht. Ich hoffe wirklich, dass Kurt Angle ins Match kommt, wrestelt und vielleicht sogar noch ein fettes Match bei Royal Rumble oder WrestleMania bekommt. Das wäre auf jeden Fall ziemlich nice. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Eure Tipps gerne in die Kommentare und wir hören und sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Tschüss.